Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn gleich. So, wir schauen mal in die Kommentare wieder rein. Haben wir hier von Old Man Snyder einen Kommentar. Ich find's gut, dass du den machst. Bei mir stürzt das Spiel ab, wenn ich in den Shop gehe. Ja, manchmal gibt's bei dem Spiel echt üble Bugs. Hat jetzt vor kurzem auch sowas gehabt. Da konnte ich mich nicht mehr umloggen. Jedes Mal, wenn ich dann da rein wollte, ging das nicht, was super ärgerlich gewesen ist. Also auf dem Tablet. Also, ja. Wird an deiner Stelle mal Kongregate dann anschreiben, weil ich denke mal, daran haben die dann schon Interesse, wenn der Shop nicht funktioniert. Ne? Also wenn das Spiel gerade dort abstürzt, wo sie Geld verdienen können. Sagen hier, Leute, ich will da rein. Was meinst du, wie schnell du Antwort bekommst? Wahrscheinlich schneller als jeder andere von uns. So, dann Seermat. Ne, doch, Seermat Clash Royale. Spielst du noch was anderes außer Fortnite und Animation Throwdown? PS, nices Video. Erstmal vielen Dank. Ja, aktuell spiele ich noch Gravity Rider und ja, da bin ich. Sind noch andere Spiele mit dabei, aber aktuell komme ich irgendwie zeitlich nicht so wirklich dazu. Also das ist so ein bisschen durchwachsen aktuell. Deswegen bringe ich momentan nur diese Videos hier. Kommt aber bald wieder, kommen bald wieder neue Sachen und auch alte Spiele werden wieder neu aufgelegt. So, also. Dann kommen wir in den nächsten Kommentar. Die sture Katze, ich muss kurz runter, zack, Fry gezogen. Ist der gut? Hehe. Fry ist sehr gut. Gratulation. Eine super legendäre Charakterkarte. So, dann. Also eine der stärksten sogar. Ja, hatte ich, danke. Aber dort waren viele Esel. Also man muss dazu sagen, die Store Katze war im Urlaub in Rom. Okay, und da sind scheinbar viele Esel rumgelaufen. ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen. So, dann geht's jetzt los. Dann gehen wir mal hier rein in Mamas altmodische Geheimnisschatulle. Da haben wir einmal den Mythic Bob. Ist ja so. Eigentlich ganz nice. Dann geht's weiter. Dann kommen wir hier in den Shop. Und da ist er! Wir hatten erst vor kurzem das Thema. Da ist er da drüben, da. Mythic Brian! Ich lach mich kaputt. Immer guckt Kongregate meine Videos. So, also Mythic Brian. Schauen wir uns mal ganz kurz das Ding hier an. Bodyguard 7, Boost 8, Bombe 6. So, und dann haben wir hier Brian in Disguise. Wow. Okay. Wow. Ziehen wir ein. So. Dann haben wir hier Brian in Disguise. Brian in Disguise. Brian in Disguise. Brian in Disguise. So. Mit Kostümkarten. Relativ viele. Das ist natürlich ein hartes Ding hier, der Wild Brian, ne? Wow. Durch den Hand mit Mr. Business zum Beispiel. Oh. 17, 3, Punch, 13-fach Craze. Alter, das Ding. Wow. Queen of Cats Terrors. 25-fach Punch, 19-fach Craze. Alter. Holy shit, man. Das ist natürlich. Wow. Ja, auch mit diesem Robot Goat. Oder mit dem Bandit. Lecco mio Tascho. Um es mal in der Sprache der alten Italiener zu sagen. So. Brian Statue. Sehr defensiv.
Sidearm Brine, 19 im Mauer, 21-fach Punch mit Waffenkarten. Oh mein Gott, ein Mythic Brine, wie krank ist das denn? Serious Runner Brine. Panflöten Brine. Großer, böser Wolf Brine. So, 13-fach Grace. 19-fach durchstoßen. Klar, der Whisky-Trinker. Der Whisky-Trinker Brian darf natürlich auch nicht fehlen. 19-fach Punch, 23-fach Leech. Oh, er ist echt gut. Gefällt mir. Ah, Schüler Brian. Peanut Butter Jelly Brian Time. Brian's heißes Date. Was willst du denn da damit? Da ist ja überhaupt kein Effekt drauf. So. Straßenhockey Brian. Habe ich noch nie gesehen, eine Karte, wo überhaupt kein Effekt drauf ist. Oder? Doch. Doch, gab's schon. Taxifahrer Brian. Kita Brian. Dramatiker Brian. Hubschrauberunfall. Der Tennisball Brian. Ja, und das waren sie dann auch. Also schon richtig nice Kombos dabei. Gefällt mir jetzt schon. Dann haben wir hier Hottis Bill. Pre-Combo. Borix Kid. Stan mit Gruselmaske. Luan Platter ist natürlich. Er ist natürlich schon cool, ne? Also, der Brian hier ist schon echt nicht schlecht. Als hätten wir es nicht geahnt, dass der kommt. Dann gibt es die Postal Borax Box, Postal Lois, Borax Kid, Buch der Zaubersprüche, Hexenkostüm, Luan Platter und Lois Griffin. Dann haben wir die Wizzin Box, Spray on Army Fry, Questronaut Kostüm, Doink, Stan mit Gruselmaske, Philip J. Fry und Bobby. Die gefällt mir persönlich besser. Und dann sind wir auch schon in der. Gibt es noch irgendwas anderes? Nein, dann sind wir auch schon in der Meisterschaft. So, und hier gucken wir mal rein, was da so am Start ist. Da haben wir hier eine Boxer Lois oder Boxing Lois. So, würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Combo Recipe Cards. Da ist Boxing Lois mit Sportkarten, aber uninteressant, also wirklich uninteressant, ne? Das Ding. So, das wäre schon mal das. Dann als nächstes hätten wir hier anzubieten. Drunk Lila. Und die Drunk Lila. Gucken wir mal, hier ist halt ein Mauermonster. Monster, Mauer, Mauer, Monster, Monster, Mauer. So, das ist die Monstermauer. Oder auch aka Drunk Lila. Suchen wir mal nach einer Lila in Mythic. So, da hat man hier eine 44er Mauer. Ja. 44er Mauer, 29 Angriff, 62 Herzen. Wow. Das Ding ist schon. Aber die kriegst du halt auch klein, wenn du durchstoßen hast. Und dann am besten irgendwas noch mit Gas. Dann kriegst du die auch klein. So, aber anders da geht's nicht. Also das schaffst du wirklich nur mit Durchstoßen. Ansonsten kommst du da nicht wirklich dran. Sehr, sehr schwer. So, dann geht's weiter. Dann haben wir hier Dances with Dogs und Dances with Dogs. Ja. Ein Hank mit einem Turning Jeff und so weiter. Hier haben wir K-Pop-Video. Big Mountain Fudge.
Ja, ist halt mit einem Mäuerchen nicht ganz so viel, ne? Wie jetzt eben gerade bei der Drunken Lila. So. Und dann sind wir hier bei einer Karte, obwohl ich den Roger so gerne spiele. Habe ich die persönlich noch nie gesehen. Und das ist der Restaurateur Roger mit Restaurantkarten. Und die beste Version ist dann noch das da. Ja, was soll ich dazu sagen? Naja, aber immerhin 13 Gas, wenn man jetzt den Roger Quad fusen würde, maxen. So. Haben wir 16 Gas, toll. Juhu. So, also. Völliger Rotz. Er spielt Restaurantkarten. So, dann geht's weiter. Ja, dann sind wir auch schon bei der Special Combo von heute. Das ist mal eine gute Klaus-Heißler-Combo. Muss ich sagen. Ist die Smoke Bomb. Und die hat hier ja 18-fach Gas, 13er Bombe, 8-fach Cripple All. Das ist schon echt nice. Wenn man den jetzt maxen würde, was kommt dann raus? 23-fach Gas, 16-fach Bombe, 7-fach Cripple All. Die ist stark. Die ist wirklich stark. Das ist eine sehr, sehr starke Combo. Muss ich ehrlich zugeben, 11-fach Cripple All ist auch sehr gut. Wie mit Harlan YMCA zum Beispiel. Stop hitting yourself. Ja. Ja, Himalayan Observation, okay. Also auf jeden Fall, wer ihn unbedingt spielt oder spielen möchte, das ist mal eine Combo, die ist wirklich gut beim Klaus Heißler. Und da kann man echt mal ein paar Steinchen dann für ausgeben, auf jeden Fall. So, wenn euch das Video wieder gefallen hat, was habe ich denn? Ich habe das alles, ist alles hier momentan verschoben, ne? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Es fällt mir jetzt erst auf. Zack. Toll. Das ganze Video verkackt hier. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Leute, die Glo So, und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.